als nächstes zeigen wir uns wieder ein Bewegungsspiel. Für dieses Bewegungsspiel braucht man eigentlich 7 verschiedenfarbige solche kleinen Chips, aber das kann man auch anders machen. Wir haben jetzt einfach mal 7 verschiedene Gegenstände rausgesucht, die auch unterschiedliche Farben haben und die man auch klar benennen kann. Also wir haben ein rotes Herz, eine gelbe Hülle, einen weißen Radiergummi, einen grünen Ring, einen lilanen Stift, einen blauen Spinner und einen braunen Deckel. Diese Gegenstände werden jetzt im Raum verteilt. Zunächst einmal so, dass man sie sieht, wo sie sind. Dass derjenige, der spielen möchte, auch weiß, wo sie sind. Das werden wir jetzt machen und dann zeigen wir euch gleich, wie es weitergeht. So, der weiße Radiergummi liegt hier auf dem Tisch. Der Spinner in Blau liegt hier. Grüner Ring. Lilaner Stift. Brauner Deckel. Die gelbe Hülle. Und das rote Herz. So, ich werde jetzt der Finja sagen, wo sie hinlaufen muss. Ich werde entweder eine Farbe oder einen Gegenstand nennen. Rot. Blau. Stift. Ring. Deckel. Radiergummi. Herz. Spinner. Hülle. Lila, Ring, Weiß, Spinner. Okay. Das Ganze geht allerdings auch noch ein bisschen schwerer, und zwar, wenn man das Ganze auf Zeit macht. Ich habe jetzt eine Stoppuhr, die ich auf 1 Minute time, und die Finja muss dann schauen, wie viele Gegenstände sie innerhalb von 1 Minute schafft. Los geht's. Geht's. Weiß. Rot. Blau. Herz. Stift. Gelb. Grün. Deckel. Rot. Lila, Weiß, Grün, Lila, Rot, Radiergummi, Ring, Blau, Grün, Lila, Gelb. Zeit ist um.